Um Paola und Kurt Felix mal mit der versteckten Kamera zu erwischen, mussten wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Thomas tat so, als käme die obligatorische Werbeunterbrechung. In Wirklichkeit aber sorgten unsere Kameras weiter. Und schon schnappte die Falle zu. Wir werden das in diesem Jahr noch machen. Corona Essen nach Budapest. Ja. Weißt du, wo das ist? Das ist fast Rallye Paris Dakar. Ich habe dich gesehen an der Landkarte am Samstag. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht genau, wo war. Budapest weiß ich, Donaueschingen ist, glaube ich. Das ist schön. Da unten. Unten an der Karte, ja. Was es ja zu euren Fernsehzeiten und in der ARD schon überhaupt nicht gegeben hat, ist immer, dass man zwischendurch sagen muss, wir unterbrechen kurz für Werbung. Das hättest du sicher sehr schön gesagt, jetzt haben wir Werbung. Also, liebe Zuschauer, wir unterbrechen jetzt ein bisschen für Werbung, für RTL. Die müssen auch schließlich etwas verdienen, dass die Sendung können. Zahlen. Also jetzt gerade drücken. Okay, bitte schön. Ach lieber, da war ja die Ansage länger als die Werbung. Gut siehst du aus. Das ist ja. Aber so schöne Bäckchen, die sind nicht, hast du nicht einsetzen lassen, weißt oder? Du warum? Nee, die Haare sind so kurz und scheinen die Bäckchen dicker. Er war beim Friseur und hat ihm so viel weggemacht. Ich habe die Zeitung gelesen, der hatte so viele Haare wie du. Und hat die Zeitung gelesen, dass ich wieder aufgeguckt habe, waren alle weg. Das ist der Agassi-Nummer, hä? Aber sieht hübsch aus. So. Nee, es ist doch ein Schweizer, der auch immer die Haare schneidet. Ja, einer von den Tennis, der. Ach, wie heißt der Schweizer Tennisspieler? Der auch. Gibt's ja nur einen. Der heißt. Nein, der andere. Das ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Der hat ja auch immer schon Wetten gemacht und hat sich da. Was? Also komm, trink mal ein Schlückli. Ein Schlückli. Trinkt ihr zu Hause, schwer oder nur leicht? Also, bei Ola Abend, wenn man rausschneidet. Meinst du, wir sind Säufer geworden? Mhm. Ja, okay. Sag mal, gibt es jetzt eigentlich das. Hoppala. Das hier. Knappe zwei Minuten noch. Aha. Gibt's das, passiert das, dass ihr so kameramäßig reingelegt werdet auf die Mitte, weil alle Leute doch denken, irgendwann müssen wir... Ich war jetzt gerade in einem Bergrestaurant und bekommst du ja nur Schnitzel Pommes frites. Ich habe einen Schnitzel bestellt und das ging sehr zäh runter. Aha. Und da hat dieser Koch einen Waschlappen, weißt du, einen Waschlappen gefressen, panierten Waschlappen. Also ja, es passiert schon noch oft, dass er... Also, ja, also sag mal, für die Leute sind wir an und für sich ja nicht weg. Auch heute? Sie haben aber die Kamera nicht dabei. Nicht dabei, ja. Also auch heute beim Abendessen. Ist noch nie so richtig reingelegt worden. Also ich meine, in letzter Zeit haben sie euch nicht erwischt. Nee. Also wir haben euch gerade erwischt, weil das war nämlich keine Werbung. Das ist die Werbung, das ist gelogen gewesen. Wir haben das alles übertragen, die Werbung kommt jetzt erst. Ach, ja. Ja, ja, das ist, erklärt sich mal. Wir haben, das ist alles, haben Sie das zu Hause jetzt gesehen? Ich meine, wir haben so getan, als wäre Werbung. Ja, das ist gar keine. Grunde genommen gar keine. Wir können das auch immer so leise reden miteinander. Haben wir Sie würden das normalerweise nicht hören, aber es war gar keine Werbung. Wir haben euch reingelegt. Ja. Was? Ja. Okay. Ja. Vorsicht! War keine Werbung! Haben wir nichts Anständiges gesagt? Ja, ich habe schon das ist aber eine gute Nummer. Das ist, ich habe gedacht, dieser Gottschalk ist ein super Profi, der hält seine Gäste immer noch immer in der Stimmung. Ja. Und ich habe schon Panik gehabt, wenn du gesagt hast, sag mal, sieht man den Plastikbusen von der Paola? Aber wir haben nichts gesagt, was uns schaden kann. Aber das mit dem Haare schneiden stimmt ja. Haar, ja, eben. Ja, genau. Wenn ihr es gesagt hättest. Das hätte ich dir jetzt unter uns gesagt. Jetzt wissen es halt. Jetzt wissen es alle. Ah, das, man sieht es ja auch. Er hat den gleichen Friseur wie der Beckenbauer, ist ja keine Schande. Ihr macht heute gar keine Werbung. Doch, jetzt gleich. Jetzt machen wir gleich Werbung. Aber kann ich die Ansage nochmals machen? Nein, gut, wir haben es schon doch, gehört. Die Ansage haben wir gehört, aber die Werbung ist nicht gekommen. Also, dann fangen wir mal endlich mit der Werbung an. Und was dann in der wirklichen Werbepause geschah, das zeigen wir Ihnen nach der Aktion. Ich denke, du redest jetzt weiter, das könnte doch alles auf Nachhinein. Ach, das war alles auch Show, ihr könnt das war alles Show, alles, ja, ja. Die haben sich extra nicht so vorgestellt, dass man uns noch sieht. Aber was haben wir geredet? Ich weiß nicht. Ich hab, nein, ich habe nur gefragt, ob ihr mit den dicken Bäckchen, ob ihr die Becken implantiert habt, hast du gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, ob ihr denn zu Hause schwer schluckt hast. Da denkst du, wir sind Säufer geworden. Aber es war nicht, wenn du gesagt hättest, wir sind Säufer geworden. Das wäre... Ja. Das ist ja gut. Eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wir haben gedacht, irgendwie. Ja, um die Zeit kommt ja immer Werbung, weißt du so. Naja, gut, Thomas, gut. Kompliment, das war eine gute Frage. Das war echt gut. Ja, ja, und das ist schön. Achso, du meinst ja, das mit Schnitzel ist auch drauf. Mit Schnitzel. Ja, das ist lustig. Aber haben die das vom Ton mitgekriegt? Weil wir haben ja so vor uns hingeflüstert. Ja, alles gut. Alles mitgekriegt. Alles gut. Sehr so. Gemein. Sehr, sehr gut. So. Lustig. Aber du weißt, ich hätte dich nie ins Messer laufen lassen. Also wenn ich irgendwo... Ja, ja.
Das ist raffiniert, den Monitor ausgemacht, weißt du? Ah, das ist. Und harmlos, aber das freut die Leute. Ja, das ist so Kleinigkeit. Ja, ist auch wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Aber da sehen die Leute dann auch. Die sind ja wirklich nett, verstehst du? Wenn nämlich dann so, also, wenn du gesagt hättest, verstehst du, dann haben wir weitergemacht. Nein, ich hab gedacht, der Thomas macht das immer, der hält die Leute im Schwung, so damit die nicht ablahmen. Thomas, das freut mich. Ja. Ich freut das, weil es eine gute Idee ist, verstehst du? Die ist so simpel eigentlich.